Ich bin wieder zurück mit Let's Replay Resident Evil 4. Und, ja. Ich habe mir Gedanken gemacht, ob ich das Exklusiv-Update für die, für das Scharfschützengewehr kaufen soll, damit es mehr als doppelt so schnell schießt. Und meine Antwort darauf ist ja. Weil wir das nachher noch sehr oft brauchen gegen einen ganz bestimmten Gegnertyp, den ihr wahrscheinlich alle kennt. Und, ja gut, dann ist natürlich noch die Frage, werde ich noch genug Geld haben, um das Ding hier voll abzugraden? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich weiß es noch nicht. Ich muss mal gucken. Müssen wir schauen, wie es sich so entwickelt. Wie viel Geld man hier noch zusammenkriegen kann. Oh. Okay. Eigentlich wollte ich erst Sniper-Munition sparen, aber die sind... Die nerven. Deswegen, Schauen, ob da noch mehr sind. Okay, die sind alle relativ harmlos. Yo! Multi-Kill! Na, seht ihr, bisschen Geld droppen die auch. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir gleich nicht irgendwie hier in eine Falle reinrennen. Ja, jetzt geht's in den nächsten größeren Bereich, sag ich mal. Wo wir Ashley retten müssen. Und, so wie ich das sehe, ist hier direkt Geld. Nein, Spaß. Die Rede war von einem Schatz, der hier irgendwo versteckt sein soll. Hm. Rote Tür. Das finde ich nicht so nett. Aber wir können drumherum rennen. Hier, die Tür ist zu. Hm. Von der anderen Seite versperrt. Ich werde jetzt ein bisschen bei der Strohfinde bleiben. Denn ich muss meine Pistolenmunition sparen. Ich habe viel zu wenig. Vielleicht auch mal ein paar Granaten benutzen. Bei größeren Gegneransammlungen. Wo? Ach da. Ist hoffentlich der einzige. War jetzt ein bisschen hohl, ich weiß, aber naja. Na, seht ihr, da kriegen wir gleich ein bisschen was wieder. Merkwürdig, die Musik hat aufgehört. Achso, weil wahrscheinlich keine Gegner mehr in der Nähe sind. Ja, wir haben ganz schön viele Kräuter zu mischen. Ich bin wieder versucht, einen Dreierkraut zu mixen. Ja, die immer noch zwei Kräuter, die ich mischen kann. Ja, ich mach das auch. So viel gelbe Kräuter können wir auch gar nicht mehr finden, glaube ich. Mhm. Schön vorsichtig. Hier gibt es leckere Sachen. Und ein Schatz. Außerdem ein... leeren Kühlschrank, der gleich nicht mehr leer ist. Pass mal auf. Ofen. Ja, super. Das war ein Fail. Eigentlich wollte ich, naja, ne? Ihr wisst schon. Eigentlich wollte ich ausweichen. Das ist natürlich ein bisschen doof, dann haben wir uns wieder viel HP verschenkt. Wo ist denn der Schatz? Direkt hier hinter. Wirklich dahinter? Ich will nicht. Ach so, der ist in dem Raum da unten drin, glaube ich, ja. Oh, hier kommen jetzt fiese Gegner. Ups, Panik. Panik, Panik. Da könnten wir mal die hier benutzen. Wow, verdammt, jetzt habe ich mich mit dem eigenen Feuer angeflamed. Zum Glück hat das nicht so viel Schaden gemacht. Ja, ich hoffe, dass der dadurch Schaden kriegt. Der. Das Fiese ist, da unten warten noch weitere davon, glaube ich. Sind am Kopf verwundbar, so wie es aussieht. Ja, shut up.
Oh ja, da steht er schon. Wie mache ich das? Er steht direkt neben mir. Verdammt. Ich werde wahrscheinlich sterben jetzt, aber was soll's. Ach, scheiße, das ist ein Bogenschütze. Ja, den muss ich erstmal ausschalten. Okay, ich will kein Risiko eingehen. Deswegen nehme ich jetzt das große grüne Kraut hier. Ja. Ich mache das so. Ich baller den weg. Danach renne ich nach oben. Und dann... Sag mir jetzt nicht, dass der andere Typ das nicht gepeilt hat. Nein, hat er wirklich nicht. Das ist witzig. Kann ich ihn eigentlich bei der Hand erwischen? Eigentlich müsste das ja gehen. Nö. Oder ich benutze ein bisschen die Magnum. Ich meine, wir haben ja 23 Schüsse dafür. Dann können wir ja ruhig mal ein bisschen was benutzen, oder? Noch sieht er mich nicht. Jetzt sieht er mich. Sag mal, wieso bewegst du dich nicht? Bist du behindert? Benutzen wir mal 2 Schüsse und den Rest machen wir. Okay. So, durch die Panzerung durchgekommen. Ich höre Typen kommen. Direkt neben mir irgendwie. Wahrscheinlich noch so ein Maximum-Typ. Nee. Kommt mal ruhig hier hin. Hier kann ich euch mit der Schrot ganz gut bearbeiten. Könnte jetzt ein bisschen eng werden hier. Nein! Ah! Alter, habe ich jetzt Panik gekriegt. Natürlich, aus beiden Typen kommen so welche Plagas raus. So. Oh, ein gelbes Kraut lag hier. Hm, nett. Alter Vater. Jetzt habe ich echt kurz Muffensausen gekriegt. Shut up. Hier irgendwo ist doch der Schatz. Wo? Prüfen. Was haben die denn hier gegessen? Vielleicht Wurst mit Brot. Falsche Taste. Der Schatz ist direkt neben mir. Was zur Hölle? Wieso finde ich den ja nicht? Ah, da. War ein Koffer. So, der erste Stein, der in den Lux reinkommen kann. In the gold looks. Das ist ganz wichtig. Shut up. Shut your fucking mouth. So, hier müssen wir rein und hier wartet. Ja, hier wartet gleich ein Verkäufer. Help! Help me. Ashley. Amateurs. Just hang in there, Ashley. I'm coming for you. Eieiei. Großer Bereich. Mein Magen fängt an zu knurren. Das ist beunruhigend. Ich mag die Musik, die hier kommt, gar nicht. Die klingt so creepy. Lass mich raten. Sehr schön. Da hinten ist ein Schatz. Und außerdem kann man, glaube ich, wieder Zielschießen machen, so wie es aussieht. Oh ja, die nehme ich sehr gerne.
die nehme ich auch sehr gerne. Kann ich später noch gut gebrauchen. So, ich werde jetzt nicht mit dem reden. Zu viel Schiss, dass das Spiel wieder abschmiert, wo wir das jetzt schon ganz oft gesehen haben. Ich gehe lieber erst den Schatz holen und speichern. Oh oh. No. Wie war das denn noch? Ich glaube, ich werfe denen mal eine Handgranate rein. Davon habe ich sowieso so viele. Das heißt viele, zwei. Verdammt! Das war ein Fail. Kommen noch mehr. Da könnte ich eine Handgranate benutzen. Ich benutze die sowieso nie. Von daher kann ich das auch vielleicht jetzt nochmal versuchen, richtig reinzuwerfen. Mann, das gibt's doch nicht. Oh, okay, ich hab's erwischt. Aber sie sind noch nicht tot. Scheiße. Müssen wir nochmal ein bisschen aufräumen hier. Mach mal auf, die Dinge hier. Mach mal auf. Muss ich wirklich hier hinter, dass sie das aufmachen? Tatsache. Okay. Nett. Ist durch nur eine? Okay, gerade noch rechtzeitig. So. Oh, nett. Das finde ich natürlich gut. So, wo war denn jetzt hier der Schatz? Vielleicht hier in dem Schränk? Schränkle? Nö. Wie lange haben wir denn noch? Eine Minute irgendwas. Ach ja. Ich weiß, dass jetzt hier zwei dicke Brummer kommen. Bin am überlegen, ob ich mit der Dingsens mache. Ja, mache ich. Ah, hier ist die Schreibmaschine versteckt gewesen. Und ich meine, dass hier auch der Schatz ist. Ah, okay, es ist nicht das Auge, was ich erwartet hätte, sondern was anderes. Ich speichere mal zwischen. So, schaffe ich in einer Minute noch die beiden Typen Platz zu machen, die da das bewachen? Oh, ich glaube, ich laufe gerade schon ein bisschen zu weit. Nee, ich gehe erst zum Händler. Das ist mir doch dann zu riskant. Hm, ja, da hinten wäre das dann, ne? Oh. Bin ich richtig? Ja, bin ich. Merkwürdigerweise sind jetzt wieder neue Gegner. Kommt 100%ig einer raus. Oder auch nicht. War klar. Nee, ich bin jetzt in einem Bereich, wo ich glaube ich noch nicht war, oder? Ich habe hier nicht genau geguckt. Nee, ich habe einfach nicht genau gesucht. Okay, wir sehen uns beim nächsten Part.